Hallo und herzlich willkommen zum Wir helfen TV Newsflash. Mein Name ist Tabitha Klaasen. Berlin. Erste Hilfe jetzt auch im Web 2.0. Das Erste-Hilfe-Wissen aufzufrischen ist nur noch einfacher geworden, denn das Deutsche Rote Kreuz hat hierfür ein Online-Lernmodul entwickelt. In der modernen Form des Erklärvideos werden die wichtigsten Maßnahmen für den Ernstfall gezeigt. In vier kurzen Filmgeschichten lernen die Nutzer das Heldmodell kennen. Die interaktiven Filme sind auf Deutsch, Englisch und Spanisch abspielbar. Wie DRK-Generalsekretär Clemens Graf von Waldburg-Zeil sagte, ist der Online-Schnupperkurs zur Ersten Hilfe ein sehr sympathischer Schritt in die richtige Richtung. Das Lernmodul soll keinen regulären Erste-Hilfe-Kurs ersetzen, es soll vielmehr zum Kursbesuch animieren, den man alle 5 Jahre wiederholen sollte. Berlin. Spielerisch die große Welt des Bahnhofs kennenlernen. Wer den Bahnhof verstehen will, muss ihn am besten selbst erleben. Besonders aus Sicht der Kinder eröffnet sich hier am sozialen Knotenpunkt der Stadt eine große, spannende Welt. Deshalb laden die Bahnhofsmissionen in Deutschland dieses Jahr am Tag der Bahnhofsmission zum Kindertag ein. Am Samstag, den 20. April, lautet das Motto: Verstehst du Bahnhof? Genaue Infos über das Programm in den einzelnen Städten gibt es bei den Einrichtungen vor Ort. Alle Telefonnummern der Bahnhofsmissionen finden Sie unter www.bahnhofsmission.de. Heiligenhafen. Seenotretter und Wasserschutzpolizei im Einsatz. Bei einem Feuer auf einer Segeljacht am vergangenen Sonntag, ungefähr 3 Seemeilen vor Heiligenhafen, hat ein Mann sich leichte Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen zugezogen. Um 17.14 Uhr war die Alarmierung bei der Seenotleitung Bremen der DGZRS eingegangen. Über Bremen Rescue Radio wurde sofort ein Notruf an alle sich in diesem Seegebiet befindlichen Schiffe ausgestrahlt. Gleichzeitig schickte die Seenotleitung Bremen den Seenotkreuzer Vormann Janssen in den Einsatz. Da es keine genaue Positionsangabe des Havaristen gab und kein direkter Kontakt zum Schiff bestand, ermittelte die Wasserschutzpolizei den ungefähren Unfallort durch Sichtung der Rauchentwicklung von Land aus. Das Küstenstreifenboot Fehmarn war etwa eine halbe Stunde später vor Ort. Mit ihrem Schlauchboot übernahm die Besatzung den verletzten Skipper, der sich allein an Bord der Yacht befand. Das Kontroll- und Streifenboot Rhön II der Bundespolizei ging auf Warteposition in der Nähe. Der kurz darauf eintreffende Seenotkreuzer begann die Löscharbeiten über seinen leistungsstarken Feuerlöschmonitor. An Bord des Seenotkreuzers wurde der Verletzte medizinisch erst versorgt. Die Vormann Janssen nahm die Yacht in Schlepp und brachte sie nach Heiligenhafen. Dort übernahm die Freiwillige Feuerwehr die restlichen Löscharbeiten und der Skipper der Yacht wurde von einem Rettungswagen zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus gebracht. Löhnding. Neuer Einsatzstiefel aus dem Hause Rosenbauer. Mit dem neuen Twister Cross präsentiert Rosenbauer erstmals einen Kurzstiefel mit der Schafthöhe Klasse C, zertifiziert für sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze. Der neue Einsatzstiefel erfüllt die Bedürfnisse aus den Anspruchsgruppen Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Einsatzstiefel ist mehr als nur das zweite Modell der neuen Rosenbauer Stiefelkollektion. Unterschiedliches Schuhwerk und mühsames Wechseln der Stiefel für Rettungs- und Feuerwehreinsätze gehören ab sofort der Vergangenheit an. Den Einsatzstiefel können Feuerwehr- und Rettungsleute für beide Einsatzformen nutzen. Der neue Kurzstiefel von Rosenbauer schafft speziell durch die Komfortpolsterung und 2 Flexzonen aus weichem genarbtem Leder erhöhten Tragekomfort, erspart wertvolle Zeit im Einsatz und bietet Sicherheit nach höchstem Maßstab. München. Endlich Rechtssicherheit bei den bayerischen Rettern. Der deutsche Feuerwehrführerschein, er berechtigt zum Führen von Kfz bis 7,5 Tonnen, ist nun auch im benachbarten Österreich anerkannt. Wie Bundesverkehrsminister Ramsauer und Bayerns Innenminister Herrmann mitteilten, haben sich die Bemühungen für die Anerkennung gelohnt. Hierdurch haben die ehrenamtlich tätigen Helfer nun eine verbindliche Rechtsgrundlage. Der österreichische Feuerwehrführerschein wurde in Deutschland schon seit langer Zeit anerkannt. Marburg-Biedenkopf. Am Sonntag ist es soweit. Das erste deutsche Polizeioldtimer-Museum in Marburg öffnet seine Pforten in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zum ersten Mal. Am vergangenen Samstag war bereits Saisoneröffnung für die Polizei-Uldis. 3 von ihnen sind schon im Rahmen der Oldtimer-Veranstaltung Rollendes Museum in Wiesbaden im Einsatz. Bei der erstmal durchgeführten Veranstaltung chauffierten um die 100 Oldtimer-Fahrer mit ihren Lieblingen kostenlos Gäste durch die Stadt Wiesbaden.
Dafür wurden auf einem kleinen innerstädtischen Rundkurs 5 Zustiegstellen angeboten, die sich in der Nähe bzw. vor den dortigen Galerien und Museen befanden. Aus Marburg dabei waren der BMW 2000, Audi 100 und VW Bus T1. Auch der letzte Neuzugang des Museums, ein Polizeistreifenwagen vom Typ Audi 100 aus dem Jahr 1971, war in Wiesbaden mit von der Partie. Übrigens, in diesem Jahr kommt noch das ein oder andere Polizeifahrzeug hinzu, mehr wird aber noch nicht verraten. Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg sind hier im Einsatz. Die ersten Maßnahmen, dass die Bevölkerung Türen und Fenster schließen sollten, konnten wieder aufgehoben werden. Außerdem mussten wir kurzfristig aufgrund der Verqualmung den Bahnhof Eidenstedt räumen. Auch diese Maßnahme konnte zurückgenommen werden, weil also auch hier jetzt keine weitere Gefährdung für die Bevölkerung und auch für den Bahnhof besteht. Die Halle wird jetzt zurzeit entleert und das Brandgut wird herausgeräumt. Und wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, dann verlässt die Feuerwehr Hamburg die Einsatzstelle. Großer Erfolg für die Polizei Hamburg bei der organisierten Kriminalität. Ja, die Polizei wurde von einem Juweliergeschäft informiert, dass dort Personen mit Kreditkarten hochwertige Uhren kaufen wollen und die Nachfrage beim Kartenabrechner schon ergeben hatte, eine Karte muss gefälscht sein. Die Polizei wurde informiert, konnte zwei Täter im Geschäft noch festnehmen und später oder kurz darauf konnten wir dann im Hotel der Täter in der Hamburger Innenstadt noch zwei weitere Personen festnehmen. Die vier Personen gehörten zusammen. Sie hatten insgesamt 130 gefälschte Kreditkarten bei sich. Und wir konnten auch noch einige Gegenstände sicherstellen, die sie mit diesen Kreditkarten erworben hatten. Rolex-Uhr, Nummer zum Beispiel, oder Montblanc-Kugelschreiber. Das ist generell das Ziel der Täter, möglichst hochwertige Gegenstände mit diesen Karten zu erlangen, die sie dann nach Hause schicken. Die Sachen, die wir hier gefunden haben, die wollten sie persönlich mitnehmen, dann wir haben sie 4 Stunden vor ihrem Abflug aus Deutschland festnehmen können. So, das war unser heutiger Wir helfen TV Newsflash. Wenn auch ihr noch Neuigkeiten oder Informationen für uns habt, könnt ihr diese genauso wie Lob und Kritik an news@wir-helfen.tv senden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, eure Tabitha.